Friedl. Gott, der gut setzt sich durch. Ja, da kann auch mal selber probieren. Eggestein. Oh, Osako! Ja! Ja! Julia Osako! Julia Osako! War das abseits? Ich hab's gerade. Nein, das Tor. Aber diesmal wollte die gehen sofort wollen. Zurück. Die wollen weitermachen. Die Gott. Wollen das 4-0. Das war die Nummer 1. Guter Abschluss. Nein, der war nicht über der Linie. Der war nicht über der Linie. Ja! 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 Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Ja! 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 2-0! 2-0! Warte, geht's wieder? Ja, es geht. Okay. Nein, es geht nicht mehr. Warte, kann man das aus? 2-0! Rashica! Ich kann nicht mehr! Alter. Oh mein Gott! 1-0, wir haben gerade so gejubelt und Jochen führt 1-0 und Werder macht gerade das 2-0 Rashica. Wir kommen gerade gar nicht mehr klar, Alter. Ja! Während ich hier die Kamera gerade rede, ist da wieder am Eskalieren. Sorry, Leute, ich komm gar nicht mehr. Es läuft gerade alles für Werder. Wir führen 2-0. Du raschst die Beine, Mann! 2-0 Rashica! Hier geht gerade alles. Hier geht gerade alles, so erstmal Ergebnis aktualisieren. Oh, das Lustige ist, bei uns das Tor war durch die Beine von Horn und bei Union war es das gleiche, durch die Beine vom Düsseldorfer Keeper. Ja, und wir sehen hier die Goalie, die Torlinientechnik war klar drüber. Alter, ich kann nicht mehr. Werder momentan, wir fassen es zusammen. Werder ist momentan auf dem Relegationsplatz, weil Düsseldorf hinten liegt, oh Union in Berlin. Gott, Alter. In Berlin. Friedl auf Füllkrug. So, ich hoffe, die Kamera steht wieder richtig. Das war ein Handspiel. Gibt's jetzt Hand? Elfmeter für Werder. Schauen wir mal. Er kommt gerade gar nicht mehr klar. Oh, Füllkrug! Ja! 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 5-3! Alter! Das ist nicht so... Ich muss mal gucken, ob alle Fenster zu sind. Oh mein Gott! 3-0? 3-0 für Werder. Union! Union! Union Berlin! Union Berlin! Gentner, die Legende von VfB Stuttgart, ist, glaube ich, mit ihm sogar deutscher Meister geworden. Ich habe ihn sogar noch in der Werder-Video-DVD gesehen. Ich glaube, das ist heute alles Schicksal. Werder, ich wollte sagen, Werder 5-2-0, das ist ja fast Union. Ja, und der Rösler, aber 2-0 Union! Union 5-2-0, war es ein Foul vorher? Nein, war es nicht. Ucha auf Gentner. Tor und Vorlage, Ucha. 2-0 Union Berlin. Rashica! Ja! 4-0! Klasse! 4-0 Werder! 4-0 David Klassen, aber vielleicht war es Abseits, ich bin mir nicht sicher. Ich muss es immer wieder sagen, weil diesmal habe ich ihn wirklich im Abseits gesehen. Schau mal. Nee. Nein, kein Abseits! 4-0 Werder, 2-0 Union Berlin. Werder ist damit so gut wie sicher. Guter Pass! Sala! Ja! 5-0! Gibt's nicht! 5-0! Das war Osako! Osako! Oh nein, aber ich kann's nicht glauben, Mann! Nee, ich bin nicht so der Freudentränenheuler, aber. Boah! Das kann's doch gerade nicht sein, oder? Wir haben nur einen, also rein statistisch, Leute. Ich bin auch so ein Statistik-Fan. Osako! Wir haben bis jetzt nur ein Heimspiel gewonnen. Und das denkbar knapp gegen Union Berlin, wo ich noch im Stadion war. Gegen Augsburg. Und jetzt 5-0 gegen Köln. Es ist auch nur Köln, ich weiß. Aber trotzdem, Köln hat eine starke Saison gespielt. Die haben auch gesagt, die werden alles reinwerfen. Und die werden so vorgeführt. Osako macht das 5-0. Union Berlin liegt 2-0 hin. Es kann nicht besser laufen. Wenn Düsseldorf jetzt sogar 2 Tore schießt, um auszugleichen gegen Union Berlin, reichen uns, kann Werder sich immer noch ein Gegentor jetzt erlauben. Ach, Wahnsinns-Papers, Köln alleine vom Tor. Polenka. Köln 5-1, weil die ganze Mannschaft im gegnerischen 16er steht. Die Bremse ist da, 1-5. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, wo du aufpassen musst. Ja. Rashica, bring ihn doch weiter! Unglaublich! 6-1! Joshua Sand!
1:1 für Werder. Alter, nee, das kann mir keiner erzählen. Das ist zu viel. Ich pack's nicht mehr, Alter. Das ist zu viel Fußballwunder. Nein, das... Vor allem Rashica, der liegt schon. Muss ich das vor... Rashica liegt am Boden, alleine gegen zwei Verteidiger und im Liegen. Oh, macht der einen, ich weiß nicht, was war das, ein Breakdance-Move? Ja, das war ein Breakdance, Alter. Der macht einen Breakdance-Move. Du siehst ihn, Alter. Alter, ja! 6-1. Und dann steht Sarchen und chippt den, der chippt den an Horn vorbei. Ja, achso, der hat es doch gerade gesagt. Das Ding ist durch. Ja. Also 3-0 für Union Berlin. Düsseldorf verabschiedet sich in Liga 2. Ja, da, halt jetzt 3 hoch. Ja. Ich glaube, das ist einer von den, Marco Bode kann es nicht fassen. Wir sind in der Relegation. Es ist... Jetzt kann man es wirklich sagen, weil es steht 3-0. Werder, also dass da überhaupt schon mal ein Union-Sieg passiert. Also ein Unentschieden wäre schon Wunder genug gewesen. Aber das hätte letztlich auch gereicht. Und dann gewinnen wir 6-1. Ich stoppe den Countdown, Leute. Und das ist unfassbar. Und ich kann es nicht fassen. Es sind 2 Fußballwunder sogar geschehen. Aber dabei hätten wir heute tatsächlich nur 1 gebraucht. Denn Düsseldorf hätte auch nur Unentschieden spielen brauchen. Und das hätte gereicht. Leute, wir sind... in der Relegation. Danke, dass ihr heute alle so fleißig dabei wart. War wirklich der Wahnsinn, ne? Ja, also so viele Zuschauer hätte ich nicht erwartet. Es waren 128 Zuschauer mittlerweile teilweise. Ihr seid einfach der Hammer. Und wir sind auch bei den Relegationsspielen wieder dabei. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, auf jeden Fall. Tschüss. Lasst einen Daumen, ein Abo. Das war der Wahnsinn.